Dass euch Cakewalk mal abstürzt, ist keine Frage des Obs, sondern des Wanns. Stellt euch vor, ihr arbeitet stundenlang an einem Projekt und plötzlich ist der Moment, es klingt saugeil. Und jetzt noch kurz was ausprobieren und dann geht's aber wirklich ins Bett. Also noch schnell das eine Plugin hier. Nein, abgestürzt. Der ganze Mix. Doch Verlustfrust muss nicht sein, schalte nur den Autosave ein. Der ist nämlich standardmäßig nicht aktiviert und ist auch leider so ein bisschen versteckt, die dumme Kuh. Auf jeden Fall einschalten und das machen wir unter Bearbeiten, Voreinstellungen, hier unten erweitert aktivieren und dann erweitert. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob Cakewalk alle x Minuten ein Autosave machen soll oder alle x Änderungen, die ihr am Projekt vornehmt. Und damit es nicht zu nervig ist, mache ich bei mir zum Beispiel alle 5 Minuten ein Autosave und habe das alle x Änderungen komplett deaktiviert. Dieser Autosave wird übrigens nicht während der Aufnahme oder Wiedergabe durchgeführt. Sind also 5 Minuten gerade rum, während ihr was einspielt oder abspielt, wartet Cakewalk, bis ihr auf Stopp drückt und führt dann erst den Autosave aus. Also immer dran denken, kein Autosave, kein Mitleid. Ja, und so einfach ist es. Genauso wie das hier oder das hier.